So, hier mal ein kleines Add-on zu Sampling. Sampling, ja, Casio SK60, irgendwann aus den 90s. Da konnte man schon mit samplen hier, so ein kleines Gadget mit Batterie betrieben. Super für die Schule auch, wenn man sowas hat. Man sucht einfach aus und dann sagt man Sample. Bla. Ja. Und schon habe ich. Sample, Sample, bla, bla, bla. Ja, kann dann einen Song spielen. Auch Polyphon, ja? Also alles wunderbar hiermit zu machen, aber kann man das auch mit Cubase machen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, zuerst nehme ich mal was auf hier mit meinem Hit Mic. Test, Clark, boom. Haha, plack, boing. Gut, dann ist das da drin. Ich höre mir das einfach mal an, beziehungsweise ich normalisiere das zunächst mal. Hab dann wieder diese berühmten Prozesse hier, damit es laut genug ist. Und hier oben mache ich mal das Raster aus, dann hören wir uns das mal an. Test, Clark, boom. So, ich mache das jetzt mal alles in diesem Fenster hier, was jetzt kommt. Das sind ja im Grunde genommen einzelne Samples, die ich jetzt eben bei diesem Keyboard hier einzeln aufgenommen habe. Ich habe jetzt einfach nur eine Sache hier aufgenommen, hintereinander. Macht es ein bisschen leichter. Ihr könnt ganz viele Geräusche machen im Prinzip. Und dann gehe ich im Grunde genommen nur noch hin, nachdem ich das Raster ausgeschaltet habe, und setze hier einfach mal so diese Punkte dahin und da, wo Transienten sind, was weiß ich. Also man wird es dann sehen. Macht da mal das, das. Reicht ja im Prinzip schon, den Kram da hinten, den brauche ich eigentlich gar nicht. Da sind jetzt so Teile da dazwischen, die ich eigentlich nicht brauche. Also die Samples selbst sind ja die, wo am Anfang dieser Transient ist. Denn ihr wisst ja, wenn ich die Taste drücke, wird alles abgespielt, auch die heiße Luft, die vorher ist oder die nachher kommt. Deshalb schneide ich das jetzt einfach mal so, dass am Anfang immer direkt was ist. Und jetzt erinnern wir uns auch, das sind ja nicht Files, die wirklich auf der Harddisk vorhanden sind, sondern es ist ja im Grunde genommen nur ein File, das ist die Abspielanweisung von dem File, nur das zu spielen. Also mache ich da einzelne Dateien raus. Da gibt es auch einen Shortcut für, aber das geht im Prinzip dann hier als Auswahl als Datei. Ich sag mal ersetzen, das Auswahl als Datei. Ich mache es mal ein bisschen oldschool, dauert ein bisschen länger, aber dann versteht ihr auch das Prinzip. Das werden eben jetzt alles auf der Harddisk vorhandene einzelne Samples. Denn Sampler hat ganz gerne einzelne Samples, die ich dann abspielen kann. Und jetzt bleibt eigentlich dann nur noch die Frage danach, wie komme ich jetzt an diesen Sampler ran? Achtung, gleich habe ich das alles als Dateien hier. Ist ja schon eine Menge. Und ja, dann schauen wir einfach mal. So, wie kriege ich jetzt in Cubase? Ich glaube, ab Elements. Einige hatten danach gefragt, gibt es schon diese Sampler-Spur? Was ist das denn? Hier, wenn ihr hier rechts hinklickt, kennt ihr schon Spuren hinzufügen, Audio, MIDI, bla bla bla. Aber hier gibt es Spuren hinzufügen, Sampler. Das machen wir einfach mal. Braucht jetzt keinen Namen zu haben. Was öffnet sich dann? Da öffnet sich eine Spur, die heißt Sampler Track. Und hier unten kann ich dann Audio Sample hindroppen, ja, und das mache ich einfach, indem ich das hier hindroppe und fertig ist das Ganze. Ich habe jetzt leider kein MIDI-Keyboard dran, ich mache mal eben eins dran, damit wir es auch spielen können, denn das Sample, das kann ich jetzt tatsächlich hier auch spielen. Also nochmal, hier unten ist die Sampler-Spur, ich habe das Sample einfach da reingezogen Test, 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 und dann kann ich es mit dem Keyboard spielen und zwar Test, 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 Test. Ziehe ich ein anderes Sample rein, einfach Clark, 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 Clark. Oder das da. Und ihr merkt, es macht sich jetzt bezahlt. So, dann nehme ich das doch einfach mal auf hier. Jetzt mache ich mal wieder das Raster an. Schalte das hier oben mal so stumm. Und nehme einfach mal was auf damit, ja. Hatte vergessen, um das Metronom einzumachen. Gut, ich quantisiere das mal eben. Ja gut, ist egal jetzt. Jedenfalls, ihr seht, was ich nicht hier in diesem Sampler-Track erstmal so machen würde, ist, da verschiedene reinzuziehen. Das geht dann mit einem Sampler wie Halion 6 oder so, wo ich die mappen kann, auf verschiedene Bereiche der Tastatur legen kann. Aber ich kann ja hier im Grunde genommen noch eine Sampler-Spur hinzufügen und in die bastel ich dann dieses Sample hier. Klack, 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 klack. Und nebeneinander zu auf.
Klack, 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 klack. Dadurch, dass das so rhythmisch verschoben ist, ist es wirklich ein bisschen strange hier. Ich quantisiere es einfach mal in Achteln, vielleicht passt das Ganze dann und loop das dann. So, einmal nach vorne. Klack, 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 klack. Und das dritte noch und immer so weiter. Im Grunde genommen seht ihr schon, da kann man dann ganz schnell zu wirklich interessanten Ergebnissen kommen. Erinnert mich so ein bisschen an Depeche Mode 80s. People are people. Hört euch mal diese Nummer an, was da an Metallgeräuschen und so ein bisschen Einstürzen und Neubautenmäßig passiert. Ist schon wirklich verrückt, ja. Mal eben hören. Ich glaube, ich nehme jetzt das noch dazu. So, 1, 2, 3, 4. Ah, hab da falsch angefangen. Gut, der Locator ist hier ein bisschen falsch. Macht nix. Ich drehe den mal eben um. Seht ihr? Da kann man sich nämlich dann vertun. Habt ihr gesehen, da oben der Locator muss natürlich so nach da geneigt sein, was ich für ziemlich merkwürdig halte, dass die so klein sind, die Dinger da. Aber dann ist es eben so. 1, 2, 3, 4. Klack, 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 klack. Und schon. Klack, klack, klack. Klack, 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 klack. Also ganz witzig, ich könnte da jetzt natürlich einfach noch einen Loop dazu basteln, mache ich auch mal eben kurz aus unserem berühmten Loop-Browser hier oben, irgendein Hip-Hop-Loop, Doppelklick da drauf, dann ist der da, nochmal ein Doppelklick, dann mache ich den in diesem Musikmodus, ist er da auch und dann schon klack, 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 klack. Ja, so schnell kommt man zu was, das ist wirklich unglaublich. Aber das ist ja noch nicht das Ende hier. Wenn ich jetzt diesen Sampler hier Track nehme, ich mache mal den Klick aus, was kann ich denn da mit diesem Sample machen in der Sampler-Spur da unten? Hier unten gibt es ja diese Sampler-Control-Geschichte, ja, dann komme ich da wieder rein. Hier unten kann ich das aussuchen, ob ich in Mix-Konsole, Editor oder sonst wohin möchte. Und ich habe das jetzt mal so gemacht und jetzt ist da dieses Sample. Man sieht das auch, wie das abgespielt wird. Hier unten sind so ein paar merkwürdige Sachen. Eins wird einem sofort geläufig sein. Also Pitch, ja. Und ich könnte auch ein Glide hier einfügen. Ja, wenn es ein längeres Sample wäre, würde es Sinn machen, ja. Und im Grunde genommen, durch das MIDI-Ding ist das relativ witzlos, ja. Kann ich das machen. Aber viel interessanter finde ich diese Audio-Warp-Geschichte. Wenn ich das einschalte und ich sag mal Music-Solo-Modus, dann kann ich diese Formanten, das habe ich ja auch in einem anderen Video erklärt, zum Beispiel verändern. Machen wir mal eben. Also ohne, dass sich die Tonhöhe verändert. Oder ich mache den Speed mal ganz rund. Mal ein bisschen lauter hier. Klingt ein bisschen wie Chewbacca aus, Krieg der Sterne. Der erste, den fand ich ja noch gut. Obwohl, wenn man den heute sieht, ist es unglaublich. Ne? So toll war das gar nicht. Aber gut. Mit sowas sind Leute schon Milliardäre geworden. Jetzt haben wir das hier und das im Mix mit dem Chorus hier. Und es gibt natürlich auch noch berühmte Filter. Das habt ihr ja aus dieser, diesem Video, in dem Video gesehen, in dem ich von Klangsynthese rede. Deshalb, ne, unterschätzt das nicht. Guckt euch wirklich die Videos an. Da ist wieder nämlich Resonanz und Cutoff. Sogar bis zur Eigenresonanz, ja. Also mit Sicherheit ein 24 dB Filter, Lowpass sieht man auch hier auch. Ich kann verschiedene Filtertypen aussuchen. Ich kann da auch einen Drive reingeben und im Panning auch noch was machen, sodass dieses blöde Gelache, sagen wir mal, auf der Seite ist. Das kann ich auch im Mixer machen und dann irgendwann klingt es eben so. Ich loop das mal eben und lass das einfach mal laufen. Schon habt ihr einen Eindruck, was möglich ist. Könnt ihr jetzt noch einen Bass dazu spielen oder Keyboards oder was? Und noch was dazu, wenn das jetzt länger durchlaufen würde, haben wir hier wieder Read und Write, ja, dann geht's richtig los, dass diese Fader-Bewegungen, die ich da mache, die könnte ich jetzt auch rhythmisch machen. Ich könnte dann sogar in einer Read-Spur das auch so synchronisieren mit dem Rhythmus und dass der, also es genau so macht und eben Polyphon. Klack, 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 klack
Auch ziemlich abgedrehtes Zeug, was damit möglich ist. Wir merken uns einfach ein paar Samples rein, die schneiden, Audiodatei draus machen, Sampler-Tracks anlegen, ein bisschen was rumbasteln, vielleicht einen Loop dazu oder andersrum, erst einen Loop und dann was dazu samplen. Und schon habt ihr mit der Sampler-Spur eine tolle Möglichkeit, was hier zu gestalten. Für wirkliches, echtes Sampling nehme ich dann natürlich den Helion 6, der auch wirklich selber samplen kann, von Steinberg. Oder Native Instruments Contact, das ist ja so das Gerät, das eher Samples abspielt und diese ganzen Libraries hat, hat der Helion auch. Also gibt es diverse Sampler auf dem Markt, die man dann allerdings zusätzlich kaufen muss. Deshalb finde ich, dass diese Variante des Sampler-Tracks, und ich hoffe, dass im Elements auch dabei ist, eigentlich eine tolle ist, mit der man toll was machen kann. Okay, viel Spaß damit.